Servus Freunde, mein Name ist Mert Abi und ich bin der Skipper. Skipper Abi Mula, wir gehen heute rein in die Reaction Rap Larue, aber ich werde ein paar Stellen skippen, halt da, wo es nicht um Musik geht. Die das ganze Video sehen wollen, gerne auf Rap Larue, auf Sammy seinen Kanal gehen und dort das ganze Video anschauen. Ich skippe nur auf den wichtigen Teil. Die sind ja heute Straßenmusiker, ne? Folge 2. Bring in the money. Bring in the money. Okay, die meisten von euch sind gut drauf, aber zwei von euch werden wahrscheinlich nicht so gut drauf sein. Ihr wisst ja, wir haben gestern Abend schon erklärt, ihr müsst gleich los in die Stadt und als deutsche Straßenmusiker quasi in Marokko, in Marrakesch, Geld machen. Es wurde gesagt, dass wir betteln müssen. Da habe ich kurz gedacht, betteln, aber betteln. Ja, ja. Wenn ihr auf Straße betteln. Ja. Und der, der am Ende des Tages das meiste Geld nach Hause bringt, seine Truppe hat gewonnen. Antreten werden Haaland gegen JU. Ich hoffe, ihr habt euch schon eine kleine Strategie überlegt. Haaland. Wie ihr am meisten Geld macht. Strip. Ich wünsche euch viel Spaß. Wer da, ja, wer geht dran? Leute. Kannst du Biber? Ja. Zeig. Der soll einfach echt Hasch verkaufen. Ja, mach das. Ey, Amino, das darf der gut. Hasch verkaufen? Ja? Ja, bei Gott macht. Und jetzt singt dabei? Nein, ohne Sing, wir reden nicht. Ich bin schon zwei Wochen. Ich hab meinen Pass verloren, mein Geldbeutel. Nein, Bruder, sei ehrlich zu dir. Natürlich, Bruder. Wir sind schon mach zwei Wochen. Challenge. Bruder, mit Ehrlichkeit kommst du noch nicht. Oder wollte ich gerade sagen, mit Ehrlichkeit kommst du nirgendwo. Heimspiel. Am Anfang war das Shabab? Nicht Shabab, wie hieß der? Aber das ist, sag, mein Pass wurde geklaut. Dieser Satz, einfach richtig, diese rumänische Ding. Nicht rumänische, wie heißen die? Am Ende einfach nur so. Pass auf, dass euch niemand das Geld wieder rausklaut. Ja? Ich wünsche euch viel Spaß jetzt. Ich hab dir zwei Äpfel und Birnen gegeben. Ne? Ein Apfel und eine Birne. Ja. Wie viel hast du noch? Zwei Äpfel. Und? Gar nichts. Lüg nicht. Walla, ich nehm nichts mit davon. Nur eins. Ey, nimmst du Musikbox mit? Niemals, Bruder. Bruder. Wie sollen wir denn Musik machen, Bruder? Bruder, ich sag, die Leute hier, die geben niemals. Ey, ihr seid so unangenehm, weißt du das, Bruder? Wie klebrig. Guck mal, wo die uns... Wo sind wir hier? Wir haben uns auseinandergenommen. Wir sind geliefert. Wir sind geliefert. Bruder. Jakob, danke dir, mein Schatz. Bruder, ich bin glücklich, wenn ich jetzt 50 Cent kriege, mein Bruder. Bruder, ich bin glücklich, wenn ich alles, was ich habe, da noch behalten kann. Anhab, ne? Ja. Eigentlich ist nur Ziel, nicht Minus zu gehen. Ja. Es muss so aussehen wie die hier. Einfach sein Schuh, Digga. You versus Haaland. Das Duell. Als ob keiner eine Mütze hat. Er macht Schuh. Are you good? 1 Euro? One Hello. Euro? Hello. No? Tomorrow? Okay. Ja, aber eigentlich betteln hat ja keinen Sinn. Die müssen ja Straßenmusik machen. Es geht ja um Musik hier. Like it all. Dass sie gegenübereinander, dass die gegenüber sitzen, ist dumm, finde ich. Haaland, wir machen auf korrekt. Ein Lied du, ein Lied ich. Dalla, da kommt was. Walla, da kommt was. Hallo! Walla, die hat mich so gefickt. Hallo, you got 10 Dirham? No? Tomorrow? Okay. Dann so. Hey, you have 1 Euro? I don't have, Walla.
Wallah, ich muss Geld kriegen, er fragt mich nach Geld. Also wenn du die nach Geld fragst, Wallah, armselig. Wallah, niemals, Bruder, das kann ich nicht, Bruder. Museen? Das, boah. Egal, wenigstens wir haben Streams dazu. Haaland. Ist gut? Museen? Ja. Bien. Gänsehaut. Ey, Ju, was soll das? Willst du dir jetzt wirklich noch Geld fragen? Das sind meine Brüß. Aber warte, willst du dir wirklich noch Geld fragen? Nein, niemals. Ich hab keinen Charme. Aber wen soll ich denn fragen? Rack. Niemals. Oh, thank you, brother. Wallah. Wallah, einfach so. Ha! Bruder, ich weiß nicht, was es ist, aber auf jeden Fall ist was. 1-0, Cousin. 1-0, Cousin. Von wem? Lala, Kuya, Kuya. Lala, Lala. No, no, brother. Hier, hier, hier. Yes. I kiss your heart from my heart. La. Wallah, ich hab ihm seinen Fünfer zurückgegeben. Du nimmst von kleinen Kindern Geld, Bruder. Was für kleinen Kinder, Bruder? Ich hab von einem erwachsenen Mann gegeben. Wie viel hast du? Hä? Wie viel hast du? Vier. Hä? Ich hab fünf, Wallah. Nein, ich hab... Bei Allah, ich hab fünf. Bei Allah, ich hab fünf. Nein, ich will nur gucken. Nein. Nein. A little bit... Fisch. Hello? You have a little bit money. Oh. Ich muss kurz meinen Drink holen aus dem Auto, Bruder. Da kommen die ersten Harakets. Ich will das Geld gar nicht, ich will gar nicht gewinnen. Ich glaube, sollten, also, wenn ich noch gewinne. Jungs. Was ist da eben passiert? Aber Jana, versteht mich nicht falsch. Ich finde, das hatte gar keinen Sinn. Das hat nichts mit Musik zu tun, Bruder. Oder die haben die Challenge nicht verstanden. Die sollten doch Musik machen, um Geld zu verdienen. Die haben einfach da auf Glück. Was hat das miteinander zu tun, Digga? Stell dir vor, deswegen fliegt einfach einer raus, weil er weniger Penner ist als der andere. Hallo. Dann hätten die Musik gemacht, tamam, okay, das war ja auch die Challenge, dass sie Musik machen soll. Bitte, Bruder, ja. Wir müssen, Bruder. Ja. Gib mir einfach einen Mittagsschlaf mit 2 Stunden, ich bin fit. Waren auf fremdem Terrain, Auswärtsspiel. Die Heimfans waren nicht zufrieden, Bruder, mit der Aufstellung, mit der Startelf und haben sich beschwert. Aber, Bruder, es ist auch irgendwo verständlich. Auswechselbank. War gutes Aufgebot. Guter Kader, Bruder, aber... Manchmal ist die 4-4-2 offensiv mehr besser, wenn man 4-4-2 defensiv hat. So, Jungs, kommt einmal zu uns. Ja, dann zu mir. Erfolgreich, Bruder. Ja, war gut. Ja, sehr gut. Also, Tag 2, Challenge 2, bring the money. Haaland, was hast du für dein Team erbracht? Oh shit, okay. Guck mal her. Warte. Nein, nein, da steht 5 drauf, oder? 5 kannst du, ne? Ja, ja, aber... 6, pass auf, ich mach jetzt mit 5er, ne? 10. Pass auf, es gibt Unterschied in 2er und 1er Münzen. Mhm. Das sind 20. Tschüss. Nicht schlecht, ja? Warte mal. 25 Dirham, Bruder. 25 Dirham hast du, ne? Stehen wir hier? Ja, okay.
Ich hatte gar keinen Dinner gemacht. Okay. Ja, so wie wir den JU kennen. 12 Kilo mit Klamotten, aber dafür 28 Dirham. Das heißt, du kannst dein Team einmal nehmen und dich verabschieden. Glückwunsch. Danke. Nimm deinen Cash, Bruder. Hart verdient. Dankeschön. Ey, Jungs, was brauchen wir? Ihr habt es leider nicht geschafft. Haaland, man kann nicht in alles der Beste sein. Ja? Der Typ, wenn du rumläufst, die entführen dich, Cousin. Die denken. Knapp, ja. Ich sag 25, ehrlich, 28, Bruder, sehr knapp. So, jetzt kommen wir zu eurer Challenge. Ihr habt jetzt genau 1,5 Stunden Zeit, euch egal wie zu mischen und Duo-Songs zu performen. Und wir sind. Okay, jetzt sehen wir heute Songs, okay. Portion wegen 3 Dirham. 3 Dirham. Oder sag mal, ich hab mein Bestes gegeben. Oder es liegt wirklich nicht an dir, ne? Aber Bruder, es zieht schon so sehr an so Nerven, so jetzt. Zweimal Gruppe, zweimal verloren. Aber wer würde denn mit wem machen wollen? Nur so hypothetisch. Oder ich mach mit Gio, ich hab mit dem schon jetzt. Oder nicht? Ja, eigentlich können wir machen. Wir haben ein Brett auf jeden Fall. Also wir haben einen liegen. Wir könnten aber auch einen neuen machen. Ja, ey, Coutinho. Machen wir? Was machen wir? Aber Wanda, das geht so nicht, Junge, dann. Guck mal, ich hab jetzt noch keinen Song. Wer hat noch keinen Song von euch miteinander? Shorty. Ich hab auch noch keinen Song, aber der meinte, der hat doch einen. Ich hab einen Song, aber der zweite Part nicht gefällt. Gut, also ich hab auf jeden Fall noch keinen Song. Jetzt mach ich mit Shorty jetzt. Wenn ihr schon Songs zusammen habt, wieso nicht? Easy. Und zu weniger müssen wir aufnehmen. Ja, stark. Wer fickt deinen Kopf mehr als du selber? Keiner. Also. Deswegen chillen wir auch uns. Deswegen erstmal vorarbeiten. 100%. Guck mal, ey Bruder, was jetzt meine Frage ist, ne? Sollen wir sicher mit alles flauschig gehen, Bruder? Oder sollen wir noch ein. Safe. Du weißt doch, mein Vater hat 3 Beine. Er meinte, bitte mach das. Ja, er meinte ehrlich. 1,5 Stunden ist schon echt wenig. Ist schon echt wenig Zeit für einen ganzen Song. Vor allem auch mit. Boah, 1,5 Stunden, der letzte Song, den ich gemacht habe in 1,5 Stunden, das war Abi, bitte nicht dissen. sogar da haben wir länger als 1,5 Stunden gebraucht. Obwohl, nee, da haben wir, glaube ich, alles so nix. Aber das Ding ist ziemlich gut bezahlt, ne, Abi, nicht dissen. Das macht richtig gute Streams. Aufnahme. Aber das ist ja ein Schrottsong, ne. Schreiben. Ihm jetzt Gas. Schreiben erstmal und direkt aufnehmen und dann los geht's. Das ist ja nicht so. Ich glaube, ihr harmoniert menschlich sehr gut zusammen. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwelche. Wir haben jetzt gerade. Aber besser einen Song zu haben. Challenge zwischen Zweier und ich. Yes. Bekannt aus. Drückt euch die Daumen. Ich hoffe, ihr seid fit. Seid alle auf. Narkotik, drei Beine als wäre ich in Tschernobyl. Alles flauschig. Fahrrad durch Narkotik, drei Beine als wäre ich in Tschernobyl. Handelrauschgift, Maschkalzipär. Papa, treff sicher, ich bin Spiker wie dein Papa. Mein Achimutter sagte eins, Teil mit Brüder, werd kein Egoist. Du bist nur die Eins, solange jeder weiß, wo Nemo ist. Genie Chikudo, will die Millen, bin in Not. Gibbets fickten meine Träume, doch heute sind sie mir zu groß. Gipsen bis der Atem mit, hasch Tabak und Gras bemischt. Glaub, du pumpt noch immer Chabos. Ich bin gespannt, wie Hamed Bruder hier performen wird auf diesem Beat. Wissen, wer der Babo ist? Kein Frühstücksbuffet, doch wir sind paar Softpresser. Haschmecker, Ewa will an die Spitze wie Dachdecker. Black Beast, so wie Chibo, League On, Dribblung, Samir Nasri, OM Trikot. Salam, Salam und dann Adios, Adios. Henna, Shepard, wie Subwoofer in dein Radio. Ich bleib noch immer mit meinem Kamerad. Bin ich eine Ikone aller Trisegett. Harakat, pack in die Kiste, fit dein Ballermann. Fallen aus der Richtung meines Memleket. Gelbe Scheine in der Geldklammer. Viele Hoodies machen hier Profit.
weil mich heute der Pelz warm macht, auf flauschig, Niklapolis. Alles flauschig, Barra durch Narkotik, drei Beine als wir ich in Tschernobyl. Mantel rausgeht, Maschkalt sie plem Papa, treff sicher, ich bin Striker wie dem Baba. Alles flauschig, ey yo Bruder, was geht ab? Alles flauschig, Phantom, mein zweiter Camouflage. Alles flauschig. Alles flauschig. Dio Montana, Sahbe. JM Adriano. OWL wie Chicago. Lauf hier mit Patron. 6 Milli scharf, keine Warnung. Achtung, Team RLR sind im Krieg wie die NATO. Bunker dein Arsch, weil Gangs wollen dein Dahab. Kein langes Reden, ich hab Blei in der Kammer. Einfache Schläge, du schreist nicht, du jammerst. Fast life, ich hab Kreid im Bagage. Daie, dai, din, ja, chain. Weil diese Welt ist verräterisch. Alemann, Mardin, Frankreich, Paris. Nachricht ins Gefängnis über Jab oder Teletext. Gelbe Scheine in der Geldklammer, viele Hoodies machen hier. Diese Stimme gefällt mir sehr. Profit, weil mich heute der Pelz warm macht, auf flauschig, Niklapolis. Alles flauschig, Barra durch Narkotik, drei Beine als wir ich in Tschernobyl. Mantel rausgift, Maschkalt sie plem Papa, treff sicher, ich bin Striker wie dem Baba. Alles flauschig, ey yo Bruder, was geht ab? Alles flauschig, Phantom, mein zweiter Camouflage. Alles flauschig, alles flauschig, gelbe Scheine in der Geld. Die Stimme gefällt mir. Dama, viele Hoodies machen hier Profit. Aber das hätte ich öfter benutzt. Wann ich heute. Aber sonst finde ich das nicht so krass, ehrlich gesagt. Der Pelz war macht auf flauschig, Niklapolis. Sehr schön, Jungs. Ich bin stolz auf euch. Ja? Gerade euch beide. Ich sag euch ehrlich, ich hab euch dick in mein Herz geschlossen. Und für mich seid ihr die Eins, was Entwicklung angeht. Ich erinnere mich noch so von der Anfangszeit bis jetzt. Ihr habt echt was aus euch gemacht. Und war ein super Song. Ja. Song stabil, Flows geil, Jungs. Nice Reime. Ich fand vor allen Dingen die Pre-Hook sehr, sehr geil. Also allgemein der Song war sehr, sehr rund. Ich finde persönlich, es war jetzt kein Hit. So, es bleibt mir wahrscheinlich nicht tagelang im Kopf, aber alles optimal eigentlich, alles super. Alles flauschig. Ich kann dazu nur sagen, flauschig, Alter. Ganz Titel. Aber ich finde echt krass, Alter, wie ihr harmoniert habt, Alter. Ihr habt geil zusammengepasst, finde ich. Und dieses Abwechseln war geil. Weiter so, alles flauschig, flauschig. Okay, dann würde ich einmal die Nächsten ans Mikrofon bitten. Manchmal bin ich einfach blind vor Zorn. Hab von damals so viel mitgenommen. Hab mich selbst und fast den Sinn verloren. Hoff bis morgen bin ich nicht erfroren. Lichter scheinen durch die Augen, die schon viel zu viel gesehen haben. Flaschen stapeln sich zu Hause, weil du's mir sofort gelebt hast. Sind mich immer am Betäuben, hau mit Fäusten gegen die Wände. Schreie Schein durch die Räume, kann auch deine nicht vergessen. Alles, was ich sehe, geht kaputt und Depression werden jeden Tag nur mehr. Schrei mir die Kehle wund, mir fehlt die Luft. Das Atmen fällt mir schwer und mich verloren. Und drück den letzten Gibbet ins Glas und such mich in den Lichtern der Stadt. Alles, was ich mache, geht kaputt. Um mich rum, mir fehlt die Luft zum Atmen. Vielleicht war das Leben gegen uns. Ich dreh mich um, sonst drehen wir uns nur im Kreis. Bin zu lange schon verloren. Bin zu lange bist du vor. Ein Stück von dir, ein Stück von mir, noch wer bin ich? Hab akzeptiert, das Ganze hier bin nicht mehr ich. Bin zu lange schon verloren. Ich lass mich treiben, such einen Sinn. Schau in den Spiegel, doch anscheinend weiß ich noch nicht mal, wer ich bin. Sag mir, woher. Soll ich wissen, dass ich nicht allein bin? Oh, sag mir, woher. Wieso kannst du mich nicht entscheiden? Oh, sag, wieso kennst du meinen Namen nicht? Und ich kenne nicht mal deinen. So unendlich viele Fragen kann das Gefühl nicht mal beschreiben. Sag mir, wer ich bin, wenn ich deinen Namen nicht mal kenne. Alles, was ich mache, geht kaputt. Um mich rum, mir fehlt die Luft zum Atmen.
ich sag euch ehrlich, ich kann das gar nicht bewerten, diesen Song, ja. Es ist gar nicht. Das fühle ich gerade gar nicht, Digga, sorry. Stark, Leute, stark. Ey, dieser Song, also es ist ein wunderschöner Song, Leute. Ich finde besonders, wie ihr geil harmoniert zusammen so und der Kontrast von euren beiden Stimmen wirklich, wirklich nice auf diesem Song. Und ich freue mich auch mal, es ist ein anderer Style hier, so ein bisschen Pop-Disney-mäßig so. Hat mir sehr gefallen, ja? Ja, also ich muss ganz klar, letzte Runde hat Pada super Lorbeeren geerntet. Auch gestern das Battle hast du super bewältigt. Aber diesmal gehen meine Lorbeeren an Shorty. Ich bin echt überraschend, positiv überrascht von deinem Part. Das hört sich sehr, sehr erwachsen an. Und ich sag dir ehrlich, ich erwische mich immer an einem Punkt, wo ich mir denke, ihr seid so krasse Künstler geworden. Ihr habt alle so eine heftige Entwicklung gemacht. Wenn ich rückblickend eure Songs von der ersten Runde höre und jetzt euer Niveau höre, dann denke ich mir, Digga, was soll ich da bewerten? So, die machten alle bessere Songs, als ich jemals könnte, so, verstehst du? Die sind alle so gut und super Song, super Leistung. Dankeschön. Ich kann mich auf jeden Fall nur anschließen, Alter. Was ich noch sagen kann, aber Bruder, mir hat es andersrum gefallen. Mir hat der Pada mehr gefallen, ein bisschen. Aber es ist halt, ich weiß nicht, Alter, vielleicht ist es nicht ihr Song gewesen oder nicht dein Beat oder keine Ahnung. Aber so ist es bei mir. Ich hab mich halt, also mir hat der Pada ein bisschen mehr gefallen. Ein negativer Punkt bei diesem Song von euch war halt, dass ihr zu lange gebraucht habt. Die Challenge war eigentlich festgesetzt, zu einer bestimmten Uhrzeit fertig zu sein. Und hier sind wir am nächsten Tag. Ja. Aber ich bin vorbeigekommen in die Villa und habe euch ein bisschen mit dem Songwriting und ein bisschen mit dem Beat und so geholfen. Weil wir unter Zeitdruck waren, ehrlich gesagt. Und dafür kriegt ihr auf jeden Fall einen kleinen Minuspunkt. Ey, es hat Bock gemacht. Ey, ich war gerne dabei, auf jeden Fall. Und lasst euch davon nicht unterkriegen, der Song war trotzdem eine 10 von 10. Auf jeden Fall. Ja, für mich war das auf jeden Fall keine 10 von 10. Wenn sogar er beim Songwriting mitgeholfen hat. Also ich will jetzt nicht sagen, weil das ein Radiosong ist oder so, ne? Aber ich, keine Ahnung, mir hat das, da war nichts, was mir gefallen hat, ehrlich gesagt. Und vom Text ist mir auch bis jetzt, vielleicht habe ich nicht richtig zugehört, aber ist nicht so richtig was hängen geblieben, ehrlich gesagt, ja. Ich höre mich an wie so ein Hater, ne? Aber ich versuche einfach nur die Wahrheit zu sagen. Das, was ich denke, ich will hier bei niemandem Sympathiepunkte sammeln. Leute. Ah, jetzt kommt mein Bruder. Du warst in einem Käfig gefangen, ich zerschlug ihn und nahm dich dann fest an die Hand. Damit du Engel noch weiter fliegen kannst, hab ich auf meinem Weg meine Flügel verbrannt. Ich merk, meine Seele tut weh, denn seien wir doch ehrlich, wir sind beide nicht frei. Die Straßen waren leer, keine Ahnung wohin, aber war scheißegal, denn wir waren zu zweit. Und Allah sag, wo bist du? Sie ist bei einem anderen Mann. Mir fehlt die Luft, wer chillt so, spür zurück von Anfang an. Und immer wenn der Mond scheint, werden die Stimmen laut. Keine Gefühle, na, dein letzter Tanz, komm, nimm's in Grau. Mit all deinen Tränen, da fühlst du ein Meer. Sag bitte nie wieder, dass du mich liebst. Auch deine Kindheit war ziemlich schwer. Du fühlst dich alleine, das hast du verdient. Seh deinen Namen auf dem Display, draußen ist kalt. Ich komm nicht klar, ich drück dich weg. Ich hab's gesehen. Guck mal, jetzt dieser Song zum Beispiel ist auch nicht gerade mein Geschmack. Jetzt nicht gerade, aktuell nicht mein Vibe. Gar nicht, fühle ich gerade gar nicht. Aber trotzdem finde ich ihn gut. Sag, ich werd ein Star, sag dem Dämon, ich komm nicht back. Dir war's egal, mein Herz ist tot, ich spür keinen Puls, lass mich nicht fallen. Nimm noch einen Zug, verlass die Welt, flieg Richtung All. Gefühle taub, mein Kopf ist aus, dir war's egal, mir war's egal, dir war's egal, mir war's egal. Dir war's egal, mein Herz ist tot, ich spür keinen Puls, lass mich nicht fallen. Nimm noch einen Zug, verlass die Welt, flieg Richtung All. Gefühle taub, mein Kopf ist aus, dir war's egal. Ich hätte niemals gedacht, dass ich da
das, was ich lieber auch hassen kann. Irgendwie wirkt es so anders, was hat unser Schicksal nur angetan? Ich fahr nachts in die Stadt, sag, kennst du diesen Platz? Ich war nur nie am Tag da, was hab ich mir nur gedacht, sag, warum ging ich ran, auch wenn es mir so weh tat? Platz mit uns ist lange schon verloren. Nein, du hast keinen Plan. Ruf mich nicht mehr an, du hast gewonnen. Komm zurück, sag wann. Ich kenn dich nicht mehr, ich hab's geschworen. Nur ein fremder Mann, nicht mehr als ein fremder Mann. Dir war's egal, mein Herz ist tot, ich spür kein Puls, lass mich nicht fallen. Nimm noch einen Zug, verlass die Welt, flieg Richtung All. Gefühle taub mein Kopf. Der Song ist ehrlich ganz gut eigentlich, ne? Ist aus dir was egal, mir was egal, dir was egal, mir was egal. Dir war's egal, mein Herz ist tot, ich spür kein Puls, lass mich nicht fallen. Nimm noch einen Zug, verlass die Welt, flieg Richtung All. Ich sag euch ganz ehrlich, Performance war böse, also ihr habt geil zusammen, sah ihr geil aus für mich. Und der Song an sich, was soll ich sagen, Alter, ey, ich hab Gänsehaut bekommen, meine Gänsehaut hat sich aufgebaut und ist immer noch da, Alter. Ich sag euch ehrlich, krass, Alter. Schöner Song. Dabei. Ja, Leute, was soll ich sagen? Fand ich okay. Spaß. ihr seid Stars auf jeden Fall, ihr habt sehr geil performt, der Song ist wirklich ein Ohrwurm. Was soll ich sagen? Einfach geil. Tun's die alle. Amen, du hast mich überrascht, Cousin, ja? Was machst du auf diesen Song, Cousin, ja? Also ey, ich bin positiv überrascht. Ich hab dich immer so eingeschätzt irgendwo. Und immer, wenn ich dich höre, weil nach jedem Auftritt, setzt du deine Messlatte noch höher. Und noch höher. Und ich denke mir, Safi, er ist am Limit angekommen. Und dann setzt du deine Messlatte noch höher. Ihr habt super harmoniert, Kauter, super Einstieg. Perfekt, ich weiß nicht, ich habe sogar Schmetterlinge irgendwo bekommen. Ja, die sind übergeschwappt zu mir. Ja? Respekt für eure Leistung, habt ihr super gemacht. Bitte einmal die Nächsten nach vorne, bitte. Es caramel andale araren quada civil placa wie im appartement Haaland zieht mit Zalamo ich fahr wie Zalando und mein Frero zückt bei Bella Pistola verteilt die Kugel aus eigener Hälfte wie Pep Guardiola immer griffbereit in der Umhängetasche Umhänge hasse bin Johann so wie Piranha möchte Hinata in der Entourage bin Johann so wie Piranha möchte Hinata in der Entourage Das ist ein Brett, Digga. Ein auf ein Fuchs an der Körper. Mundpott, vergesse, was gestern war. Keine Quarantäne. Doch ich paff, paff fest mit mir selbst in der Garage. Bunker Hasch, habe Krieg mit mir selbst. Mundpott ist mein Spiegelbild, der den Krieg gewinnt. Arthule Mund wird von der Gendarme. Also die Parts gefallen mir nicht, ne? Aber bei solchen Songs ist das scheißegal. Wenn ich einen Song gemacht habe, wo die Hook brutal ist, da habe ich auch die Parts auf die Parts geschissen. Da habe ich einfach irgendwas gemacht, irgendwie Hauptsache man kommt schnell wieder zur Hook. Bin Johann so wie Piranha, möchte Hinata in der Entourage. Bin Johann so wie Piranha, möchte Hinata in der Entourage. Dieser Switch und dass er nochmal hochgeht, ist sehr stark. Normalerweise macht er das in dem ersten Part nicht so, deswegen kommt das bei seinem, bei der zweiten Hook. Piranha, klopf auf die Brust, bat, 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 bat. Bin wieder so klack, 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 klatsch. Mundbrot, vergesse, was gestern war. Tous les jours, paf, 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 paf. Direkt hoch. Bin noch ein Zug, paf, 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 paf. Von klein auf, ein Fuchs undercover.
Kopf vergesse, was gestern war. Haben die damit angefangen eigentlich, mit der Hook? Nein, ne? Die haben nicht damit angefangen, ne? Puff, puff, bis Karamell, andale, ararin, quada, civil, placa, wie gim. Ja, vielleicht will ich sogar damit anfangen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr beide harmoniert, ja? Also ich glaube, so meine Meinung, mein persönlicher Favorite heute. Ja, um ehrlich safe zu sein, ja? Safe. Dankeschön. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es mein Favorite war, weil der Song ist gut, er ist rund, nervt nicht, wie OG gesagt hat, so. Kann man überall gut hören. Aber ich hätte ein bisschen mehr von euch erwartet. Irgendwie ein paar mehr Highlights oder so, weißt du, ich meine, der Song war super solide, aber ein bisschen Kontrast, ein bisschen Höhen, Tiefen hat man noch gefehlt, weißt du, ich meine? So. Ich kann dazu gar nichts. Für mich mit Abstand der Beste. Gar nichts ergänzen, schließe mich dem Bruder an. Ja. Genau so ist es. Geil. Der linke Nigeria sagt die ganze Zeit, ja, ich schließe mich den an. Er hat gar keine eigene Meinung, Digga. Wir werden uns jetzt besprechen und euch in 5 Minuten das Ergebnis mitteilen, wer es von euch geschafft hat und wer es leider nicht geschafft hat. Okay, warte mal kurz. Wie viele fliegen raus jetzt? Dankeschön. An alle, die aufgetreten haben. Ich würde sagen, die mit roter Haare und ein paar da raus. War das auch der schlechteste Song heute so? Ich finde auch, Eamon und Kauta haben den besten Song abgeliefert. Para und Shorty, find, die haben dann den zweiten Platz mit dem Song belegt. Ja gut, dann steht fest, Jungs. Dann gehen wir rein. Let's go. Also, zuallererst einmal will ich sagen, Alter, ihr seid alle echt stark gewesen heute. Aber ich komme jetzt erstmal zu dem Song, der mir am meisten gefallen hat. Ich musste mich entscheiden zwischen Amo und Gio und Eamon und Kauta. Für mich war der krasseste Song heute Eamon und Kauta, finde ich. Wie ein Delikate, sehr, sehr schöner Song. Wie ein Delikate. Soll ich sagen, ich habe mitbekommen, dass eine Challenge nicht eingehalten wurde von Pada und Shorty. Und dazu kommt auch noch, dass mir der Song nicht so ganz gefallen hat. War auch ein bisschen mehr Pop als Rap, so finde ich. Ja, Mann, das war dann halt heute die schlechteste Performance für mich, finde ich. Ja, aber trotzdem. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich sagen soll, weil das alles krasse Songs sind und ihr seid alles krasse Künstler. Leider müssen wir 2 Leute jetzt nach Hause schicken heute. Für mich war auch am stärksten Kauta und Eamon. Dann würde ich sogar mit Pada und Shorty gehen. Ja, ich wüsste nicht. Also wenn ich jetzt alleine in der Jury wäre, wüsste ich nicht, Bruder. Ich würde einfach die Schnauze halten, gar nicht sagen so. Darum haben wir uns gerade zu dritt beraten. Und es waren verschiedene Meinungen. Es war nicht klar. Aber der Erste, der uns jetzt hier verlassen wird, ist Eamon und Kauta. Ihr dürft zurück in die Villa. Ach so, haben wir noch. Ich wollte schon sagen, Digga. Ich hatte am Anfang echt Angst, als dann Eamon und mein Name gefallen ist, weil ich dachte so, oha, ihr Verräter. Du kommst zwar weiter, aber neben dir jemand seinen Traum platzt, für was der gehasselt hat und so, weißt du? Ich würde uns hier unter Haupt genommen gerade. Sehr
Selbst hier waren wir uns nicht sicher. Wir hatten alle drei andere Meinung. Doch schlussendlich haben wir uns dann geeinigt und müssen euch mitteilen, dass Ilo und Harland auch in die Villa dürfen. Shorty Pada, mit der größten Entwicklung von ganz Rap La Rue. Keiner, ihr belegt den ersten Platz, was die Entwicklung angeht. Ihr kamt als rohe Diamanten, ihr habt eure Talente mitgebracht und mit der Zeit ist es nur euch zu verdanken. Ihr habt euch so gedrillt dazu und ihr habt es wirklich geschafft, Stars zu werden. Jeder einzelne von euch ist ein Star. Jeder einzelne von euch hatte Höhepunkte und jeder einzelne von euch hatte Punkte, an denen es ihm vielleicht nicht so gut ging. Bei der Entscheidung von euch war ich zum Beispiel anderer Meinung als Abaya. Zum Glück sind wir eine Jury mit OG, Abaya und mir. Und es fällt mir jetzt sehr schwer, weil ich eigentlich mir das etwas anders vorgestellt habe. Aber Pada und Shorty, für euch endet der Weg leider heute hier. Amo, Gio, ihr dürft in die Villa gehen. Ja, war nur eine Frage der Zeit, glaube ich. Ja, Leute, wenn es nach mir ginge, ihr wisst selber, also ich war derjenige, der... Ich wollte euch nicht rausschmeißen, der Eklige. Aber zum Glück sind wir also, wenn es nach mir ginge, ihr werdet noch weiter, aber wegen Sammy seid ihr raus. Ein großer Punkt bei der Entscheidung war halt, dass ihr leider die Challenge nicht eingegangen habt. Ja. Rechtzeitig. So, und normalerweise wäre es ja schon so, okay, wer bei der Challenge nicht antritt, der ist ja automatisch raus. Wir haben euch trotzdem noch Zeit gegeben, einen Song zu machen. Ich fand den Song auch nice. Ich auch. Wir alle. Ich fand den auch nice, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und halt ein bisschen mehr Pop als Hip-Hop-Richtung, das fand ich so, weißt du? Mhm. Und ich bin halt, mein Geschmack ist halt mehr, das ist halt Geschmackssache dann an dem Punkt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, allerdings muss man euch ehrlich was lassen. Ich glaub, du hast... Ich mach dafür mich sehr schön, weil eben... Aber ist ein... Darf ich noch was sagen? Und zwar, also, du meinst ja auch eben das Thema, also, was man mitgenommen hat. Ich bin genau der gleichen Meinung. Die dritte Runde war heftig. Ich habe so durch Ilo auch was erfahren. So. Der Style hat sich gewandelt, kam super an. Ich habe natürlich noch andere Seiten. Das heute, man hat natürlich geschaut. Den Minuspunkt, vollkommen zu Recht. Wir haben was länger gebraucht, mussten uns finden, hatten noch keinen fertigen Song. Aber letztendlich war eine geile Show. War super, hier dabei zu sein. Dankeschön. Nur Liebe, ich habe viel mitgenommen. Und wie gesagt, es war gerade erst der Anfang und ich sag euch, da kommt noch einiges. Und das wird auf jeden Fall wild. Jeder Anfang hat ein Ende und ich habe sehr viel mitgenommen. Richtig. Okay, was sehen wir in der nächsten Folge? Herzlich willkommen zu Tag 3 und zu einer neuen Challenge, der unsichtbare Gast. Boah! Upturn, Digga. Rap-Battle. Und dann noch gegen Ju. Sammy, ruft den schwanzigen Mann einen Flug. Okay, das ist da. Nein, nein, aber warte, fair. Nein, guck mal, fairerweise, ne? Ich fand persönlich. Ich hab geschwitzt, ich sag ehrlich, ich hab mies geschwitzt. Okay, Rap-Battle, das ist geil, Digga. Darauf freuen wir uns nächste Woche. Starko. Starke Sause, mach eine Pause. Challenge müsste Straßenpenner und nicht Straßenmusik heißen. ich hoffe, die Reaction hat euch gefallen. Wenn euch die Reaction gefallen hat, dann abonniert einfach
Mert Abi Live-Kanal, das ist der Kanal, den du gerade guckst, denn die Statistiken sagen, dass über 73,2% meine Videos gucken, aber mich nicht abonnieren. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe das nur erfunden, weil jeder zweite YouTuber das sagt. Mich juckt es gar nicht, ob ihr mich abonniert, ihr Fade. Guckt einfach meine Videos, weil durch Abos kriege ich eh kein Geld. Ich kriege nur Geld durch Klicks. Deshalb guckt einfach meine Videos, abonniert mich nicht. Salam alaikum.